Hübschen, willkommen zu einem neuen Video von und mit mir. Wir machen heute etwas Saisonelles. Ja? Saisonelles? Und zwar Pita sa Bundevom, also sprich Kürbisstrudel. Und wir gehen gleich zu den Zutaten über. So, für die Füllung haben wir hier einmal Kürbis. Ich habe hier den Hokkaido-Kürbis. Ihr könnt auch einen anderen natürlich nehmen. Gut eignet sich auch dieser, also ich nenne den Flaschenkürbis. Der sieht aus ein bisschen wie so eine Flasche. Dann haben wir einmal Kartoffeln, Eier, Pfeffer, Öl, Vegetta natürlich, Salz, Sahne und Zwiebeln. Und für den Teig haben wir einmal Mehl, lauwarmes Wasser, Öl und Salz. Das Öl ist normales Sonnenblumenöl, ihr könnt aber auch Rapsöl verwenden. Den Hokkaido-Kürbis, den müsstet ihr eigentlich nicht schälen. Ich mache es, also ich schäle alles. Ich würde auch sogar eine Weintraube schälen, wenn dies nicht so umständlich wäre. Also ich schäle sie. Ja, Mike. So, dann schneide ich ihn in zwei Hälften und hole mir das Innenleben raus. Ich könnte es auch mit einem Löffel machen, aber ich mache es jetzt mit der Hand. So, den schneide ich mir jetzt nochmal in zwei Hälften und lege ihn mal kurz so ins Wasser ein. Wir werden das gleich reiben, also es bleibt nicht lang im Wasser. Dann nochmal schnell die Kartoffeln schälen und auch ins Wasser rein. So, ich habe das geschält und jetzt habe ich mir eine Schüssel mit einem Küchentuch vorbereitet. Schaut bitte, dass das Küchentuch geruchsneutral ist, sonst nimmt die Kartoffel und der Kürbis den Geruch von dem Tuch an. Und das ist nicht so lecker. Und eine Reibe. So, jetzt reiben wir uns die Kartoffeln, den Kürbis und den Zwiebel ins Tuch rein. Ins Tuch rein, in die Schüssel rein. Jetzt werde ich mir noch das Salz drüber schütten, etwas durchmischen und das lassen wir jetzt kurz beiseite, damit sich das, damit das Wasser abtropfen kann und dann machen wir den Teig. So, zum Teig mal ganz kurz. Ich mache es heute in der Küche auf meiner Arbeitsfläche. Ihr wisst, wie groß meine Küche ist. Sehr klein. Wer jetzt sagt, nee, ich will es lieber auf einem großen Tisch machen und das Ganze ziehen, da werde ich euch mein Pita-Video, also Balkan-Pita-Video am Ende des Videos verlinken und unten in der Infobox, da könnt ihr das in einer vollen Version sehen. Ja. So, in der Rührschüssel habe ich jetzt das Mehl, da gebe ich mir jetzt das Salz rein und das Öl und Wasser und verknete mir das Ganze in einen schönen glatten Teig. Ihr könnt es aber auch in einer Rührmaschine machen. Ich mache es heute per Hand. So, hier habe ich jetzt meinen Teig. Den werde ich mir in so kleine Kügelchen machen. So kleine Teiglinge. Und den auch bitte schön glatt kneten. Und ich habe mir jetzt so ein Tablett vorbereitet. Das habe ich mir eingefettet und da gebe ich mir dann die Teigkugeln drauf. So, ich habe jetzt hier meine Teiglinge, die werde ich mir, und hier habe ich mir ein bisschen Sonnenblumenöl vorbereitet. Die werde ich mir jetzt einreiben. Das machen wir deswegen, damit sich das schön auf der Arbeitsfläche ziehen lässt. So, die Teiglinge lassen wir jetzt für 10 Minuten ruhen und dann machen wir weiter. So, hier haben wir unsere Füllung. Da pressen wir jetzt ganz gut das Wasser raus.
Also ihr könnt es auch mit einem Sieb machen, aber ich finde halt mit so einem Tuch ist es am effektivsten. So viel ist rausgekommen, ne? Wahnsinn. So, ihr könnt nochmal die gleiche Schüssel verwenden. Da gebt ihr euch dann die Füllung dazu. Einmal kurz durchkneten. Jetzt nehmt ihr die Eier, verquirlt diese ein bisschen. Gebt sie dann dazu. Dann die Vegetta. Das Öl. Gut pfeffern. Einmal kurz durchrühren. Und als letztes die Sahne dazugeben. Und alles schön miteinander vermengen. Ich habe mir jetzt ein Gefäß mit Sonnenblumenöl vorbereitet. Mit diesem werde ich mir meine Arbeitsfläche beölen. Also wenn ihr eine Arbeitsfläche habt, die also eine Marmorfläche habt, dann ist es ein Träumchen. Da wird der Teig sich perfekt ziehen lassen. Ich habe halt solche kleinen Rillen hier drin, geht es halt ein bisschen schwerer. So. Dann nehme ich mir einen Teigling, presse den ein bisschen und fange an, ihn zu ziehen. So, dann nehmt ihr wieder ein bisschen Öl und tropft euch das mit einem Löffel zum Beispiel auf den Teig drauf. Dann nehmt ihr etwas von der Füllung, presst am besten noch das Wasser raus, weil ist ja noch ein bisschen drin. Und dann einfach so lustig wie ihr seid drüber streuen. So, und jetzt räumen wir uns das Ganze ein. Zuerst klappen wir uns die Seiten also zu. Einfach so in die Mitte rein. Von allen Ecken. Und dann einfach rollen. Dann habe ich hier meine Tepsia, also meine runde Form. Den Teig rolle ich mir zu einem Strudel und setze ihn in die Mitte von meiner Form. So, nachdem ich das zweite eingerollt habe, hänge ich mich einfach an dem Endstück dran und gehe wieder rundherum. Und so verfahrt ihr halt mit dem ganzen Teig, bis sich die ganze Form ausgefüllt hat. In der Zwischenzeit könnt ihr euch den Ofen vorheizen auf 190 Grad Ober- und Unterhitze bitte. So sieht das Endergebnis aus, bevor sie in den Ofen kommt. Ich tue jetzt noch ein bisschen Öl drüber und die kommt jetzt für 45 Minuten auf 190 Grad in den Ofen. Und ganz kurz zu den Teiglingen noch. Ich hatte jetzt 8 Stück. Vielleicht 65 Gramm. Meine Arbeitsfläche hat ungefähr einen halben Meter. Ich sage euch das deswegen, dass ihr ein bisschen eine Vorstellung habt, falls euer Arbeitsplatz nicht so groß sein sollte, also eure Arbeitsfläche. Dann wisst ihr ungefähr, wie viel, was, wo. Die genauen Mengenangaben und die Größe der Form schreibe ich euch natürlich unten in der Infobox. So, meine Hübschen, die Pita ist fertig. Und bevor wir jetzt zum Verkosten kommen, möchte ich mich ganz, ganz recht herzlich bei euch bedanken. Wegen dem
wegen der ganz vielen Rezeptvorschläge unter meinem letzten Video. Für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben, werde ich es unten in der Infobox verlinken. Und generell möchte ich mich bei euch allen herzlich bedanken für euren tollen Support, für eure tollen Kommentare. Auch wenn ich sie nicht alle beantworte, ich lese sie alle. Alle. Ob es jetzt auf Facebook, auf Instagram ist, auf YouTube. Einen ganz fetten Danke. Einen ganz fetten Danke. Ein ganz fettes, 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 fettes Dankeschön an euch allen. Merci. So, und jetzt das Beste. Verguste. Ich liebe Pita. I love. Sehr, sehr lecker. Hammer. Ich zeige es euch mal kurz. Ich hoffe, man kann es sehen. Bestimmt. Oh, die ist so Bombe. Die ist echt geil. Wie so ein Assi, ey. Ah. Ich hab Hunger. Moment. Ma. So, meine hübschen Kürbisse. Falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video einen Daumen hoch. Ab nächster Woche, also mein nächstes Video, starten wir schon die Rezeptvorschläge von meinem letzten Video, also wo ihr so schön kommentiert habt. Ich werde nicht alle Rezepte machen können, weil ein, zwei Rezepte habe ich gelesen, ich esse sowas nicht. Es tut mir leid und es ist auch keiner von meiner Family. Deswegen, ich wüsste gar nicht, wie ich es zubereiten sollte. Zum Beispiel diese Blutwurst. I'm sorry. Also nicht böse sein. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch bis dahin eine wunderschöne Woche und einen ganz fetten Annie Knute. Tschüss.